Werden die amerikanischen Aktienmärkte schon deshalb auf ein neues Allzeithoch steigen, weil die Amerikaner bald ihre Stimulus-Schecks bekommen werden? Dieser Frage werde ich in diesem Video nachgehen. Wir haben heute ja Aktienmärkte, die so ein bisschen gemischt sind. Wir haben neues Allzeithoch beim Dow Jones, der Nasdaq, der gestern der große Gewinner war. Ist nicht so stark, hat aber sehr stark reagiert, als wir heute die US-Verbraucherpreise hatten, die in der Kernrate etwas niedriger ausgefallen waren. Und bums, da ging es erstmal deutlich nach oben. Erleichterung, doch nicht so schlimm mit der Inflation. Die Daten stammen aus dem Februar, so richtig wichtig wird es erst März, April, wenn dann eben die Vorjahresvergleiche ziemlich herb ausfallen dürften, weil eben März, April 2020 aufgrund der ersten Corona-Welle damals die Energiepreise vor allem sehr stark gefallen sind, aber auch andere Preise stark gefallen sind, und dann werden wir einfach per se schon mal aufgrund des Basiseffekts eben sehr hohe Inflationszahlen haben. Aber sei es drum, wir haben jetzt eben die Frage, die ich hier fokussiere in diesem Video: Wird das reichen, um neue Allzeithochs an den amerikanischen Aktienmärkten zu generieren? Dieser American Rescue Plan, ja, 1,9 Billionen Dollar, das Abgeordnetenhaus in den USA dürfte das heute Abend beschließen. Ende März dürften die Gelder dann fließen, respektive die Schecks versendet werden. Und wir sehen hier, dass 26% dieser 1,9 Billionen Dollar, das geht in diese Stimulus-Schecks, also ein Viertel etwa. Und das ist nicht so wenig, das ist schon eine ganze Menge. Und die Deutsche Bank hat hier Privatinvestoren in den USA befragt und mit der Frage konfrontiert, ja, was wirst du mit dem Geld machen? Wirst du das in die Aktienmärkte investieren? Und dann haben immerhin 40% der 18- bis 24-Jährigen geantwortet, yes, das werde ich machen. Sogar 50%, also die Hälfte der 25- bis 34-Jährigen. Allerdings, je älter die Herrschaften werden, umso weniger will man das tun. Die über 55-Jährigen sagen, nur 16% werde ich da rein investieren. In der Summe kommen wir dann auf 37% dieser Gelder. Und das entspricht etwa, wie die Deutsche Bank hier super messerscharf ausgerechnet hat, 150 Milliarden Dollar. Also das ist schon ein Schnäpschen, was da reinfließt in die Aktienmärkte. Und die Privatinvestoren, die werden immer wichtiger. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, vor allem durch diese Optionen, die gehandelt werden. Da sind dann Market Maker teilweise gezwungen, mitzugehen, müssen sich absichern. Ich hatte das Thema immer wieder in meinen Videos erwähnt, aber jedenfalls sehen wir, dass diese Retail-Investoren inzwischen schon mehr Volumen an den Märkten bewegen als Mutual Funds, also Aktienfonds und Hedgefonds zusammen. Also die sind ein echter Faktor. Um und bei 30% bis ein Drittel etwa des gesamten Volumens stammt inzwischen von US-Privatinvestoren, das an der Wall Street bewegt wird. Und wer diesen Privatinvestoren folgt und mal guckt, was googeln die, sind die bullish eingestellt, dann würde man sogar ziemlich gut abschneiden, wenn man in der Woche oder wenn man 100 Dollar investieren würde in einer Woche, nachdem in der Vorwoche diese Privatinvestoren häufig bullish gestimmt waren, was aus ihren Google-Anfragen sichtbar ist, dann würde man da gutes Geld verdienen, würde man gute Performance machen. Wenn man dagegen das Gleiche macht und short geht, weil in der Vorwoche eben die Privatinvestoren bärisch waren, würde man sogar auch Geld verdienen, aber nicht so wirklich viel. Also es ist durchaus ein Faktor hier an den Märkten. Aber jetzt kommt der JP Morgan und sagt, es gibt aber am Monatsende ein sogenanntes Fund Rebalancing. Das heißt, dass große institutionelle Player, die haben ja meistens einen Teil Aktien, einen Teil Anleihen, oft 60 zu 40 in Gewichtung, dass diese institutionellen Player hier um und bei 316 Milliarden Dollar werden verkaufen müssen an Aktien. Jetzt erinnern wir uns an die vorherige Grafik. Da stand, dass ungefähr 150 Milliarden Dollar in die Aktienmärkte fließen werden, aber die Institutionellen müssen 316 Milliarden verkaufen. Da ist also dann eine kleine Lücke von 166 Milliarden Dollar, die sozusagen minus unterm Strich stehen. Also mit anderen Worten, das wird nicht reichen, um die Aktienmärkte per se auf neue Allzeithochs zu treiben. Das wird die Fund Rebalancings ein bisschen abmildern, aber ist sozusagen in der Summe netto kein positiver Effekt, wenn man alles abzieht. Gleichwohl sind auch solche Summen wie 166 Milliarden Dollar relativ gering. Das heißt, selbst wenn zum Beispiel institutionelle Investoren 316 Milliarden Dollar verkaufen müssen, dann heißt das nicht, dass die Aktienmärkte wirklich nach unten gehen. Das haben wir oft schon am Monatsende gesehen. Aber es zeigt eben in der Summe,
Das wird knapp, das wird wohl nicht reichen für die Aktienmärkte per se. Wird wahrscheinlich Penny Stocks sehr stark beeinflussen, kleine Aktien oder so Nebenwerte, so eine GameStop oder AMC oder irgendwelche Werte eben, die klein sind. Die sind natürlich dann, wenn gerade die Jüngeren in solche Werte gehen, wahrscheinlich sehr, sehr stark bewegt von solchen Kapitalflüssen. Und insgesamt ist die Stimmung in den USA noch sehr, sehr bullisch. Ungefähr die Hälfte der Amerikaner erwartet, dass dieses Jahr mindestens 5% an den Aktienmärkten noch drin sind. Nur 6% erwarten, dass die Aktienmärkte 10 oder mehr Prozent fallen. Und 5 bis 10%, sagt ja jeder Dritte ungefähr, werden die Aktienmärkte in diesem Jahr noch steigen. Mal sehen, was kommt. Was sind denn hier die Gründe? Das ist eine weitere Frage, zu der ich gleich komme. Jedenfalls sehen wir erstmal den Goldman Sachs Risk Appetite Index. Und der ist noch sehr, sehr hoch. Also man hat Lust auf Risiko, gar keine Frage. Was sind aber die Sorgen der Befragten? Ist das Inflation? Das ist ja das große Thema an den Märkten. Sagen nur 19%. Ja, da mache ich mir Sorgen. Das ist für mich ein Hauptrisiko. Die meisten sagen, nämlich 20%, noch etwas mehr als Inflation, sagen Political Uncertainty under the Biden Administration, werden wahrscheinlich vor allem Republikaner sagen. Da weiß man ja nicht, was kommt. Macht der vielleicht Steueranhebungen? Macht der eine Art Vermögenssteuer? Wird der eine Art Transaktionssteuer einführen? Also das scheint so ein bisschen im Fokus zu sein. Aber auch Inflation ist ein wichtiges Thema. Und bevor wir zu dem Thema Inflation kommen, kommen wir mal kurz zu den Aktienmärkten. Wir haben hier den S&P 500. Ich hatte diese Grafik von Michael Silver schon heute Morgen gezeigt. Denn diese 3900er Marke, an der wir nach wie vor rumpendeln, mal sind wir drunter, dann sind wir drüber, das ist eine wichtige, denn würden wir nachhaltig darüber ausbrechen können, dann würden wir die Gefahr einer Schulter vermeiden. Das wäre nicht unschick für die Bullen. Und wir sehen hier diese Grafik von Sven Henrik, immer wieder diese 3900 Punkte im im S&P 500. Immer wieder rangelaufen, mal drüber gestiegen, dann wieder drunter gefallen. Aber das hat irgendwie so eine magische Anziehungskraft, vielleicht auch zusammenhängend mit dem großen Verfall, der ja in der nächsten Woche stattfinden wird. Nächsten Freitag wird das passieren. Also da müssen wir drüber. Und jetzt kommen wir zum Nasdaq, der heute schwächer ist. Wie gesagt, Dow Jones neues Allzeithoch. Nasdaq, der gestern so stark zugelegt hatte, nicht mehr ganz so stark. Und wir sehen, dass die Nasdaq-Ratio, Nasdaq-S&P 500-Ratio, also das Verhältnis zwischen Nasdaq, den Tech-Werten, wenn man so will, zum S&P 500, jetzt da ist, wo wir auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase waren. Wir waren schon höher, aber durch den Abverkauf, den wir ab Mitte Februar gesehen haben bei den Nasdaq-Werten, sind wir jetzt wieder auf diesem Allzeithoch. Und dieses Allzeithoch, und das ist lustig, ist am 10. März 2000 erreicht worden. Also genau vor 21 Jahren. Zufälle der Geschichte gibt es, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zum Thema Wirtschaftswachstum und Inflation. Morgan Stanley sagt, ja, wir heben unsere Wachstumserwartung für dieses Jahr von 6,5 auf 7,3% nach oben. Das wäre das beste Jahr seit dem Koreakrieg im Jahre 1951 oder dem darauf folgenden Boom in den USA. Also nicht so schlecht, muss man sagen. Aber was bedeutet das eben für das große Thema Inflation? Und da ist natürlich die Achillesferse. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn sich die Wirtschaft erholen würde und wir Vollbeschäftigung haben für die Aktienmärkte. Pervers, aber so ist es. Die Aktienmärkte sind in der totalen Wirtschaftskatastrophe gestiegen, weil die Notenbanken Liquidität gepumpt haben ohne Ende. Wenn wir eine massive Erholung der Wirtschaft haben und dann fast Vollbeschäftigung haben, dann müssten die Notenbanken vom Gaspedal runter. Und das wäre nicht so hübsch. Jedenfalls sehen wir, dass die Inflation in den nächsten Monaten so oder so massiv ansteigen wird. Das sehen wir schon bei den NFIB Plans to Raise Prices, also praktisch Small Business, kleine Firmen bis mittelgroße Firmen, die befragt werden und die gesagt haben, wir werden massiv oder haben bereits massiv die Preise angehoben. Und normalerweise folgt dann eben Core CPI, also die Kerninflation, diesen Preisstellungen der Small Businesses. Das wird also ein Faktor sein, der bald auf uns zukommt. Wir sehen im ISM-Index die Prices Paid. Auch da sehen wir, dass das sich durchschlagen wird. Diese Einkaufsmanager-Indizes wie der ISM sind ja eine Art Frühindikator. Da sehen wir, dass die Preise massiv gestiegen sind. Das wird sich dann eben auch zeigen
in eben den Inflationsdaten, die dann durchaus auf 4% etwa steigen könnten. 4%, das ist noch relativ gemäßigt, muss man sagen. In Venezuela haben wir zum Beispiel eine Kerninflation von 2.665%, gell? Also ein bisschen Spielraum nach oben haben wir da noch. Argentinien hat nur 38%, die Türkei 15%. Also das sind so die Tabellenführer von unten, die letztendlich das große Vorbild sind für den Westen und die Explosion der Geldmengen. Jetzt haben wir selbst in Deutschland ein neues Hoch erreicht seit 2018, was die Inflationserwartungen betrifft. Morgen kommt ja die EZB. Die muss sich dazu irgendwie äußern. Die versucht ja die Renditen wieder nach unten zu kriegen, gerade für die Südländer, die ja schon Schmerzen kriegen, wenn sie vielleicht auf eine 10-jährige Anleihe 0,5% Zinsen zahlen müssen, muss man sich ja mal vorstellen. Jedenfalls die Geldmenge M3 in der Eurozone 12,5% gestiegen. Das bringt auch die Inflationserwartungen nach oben. In den USA ist die Geldmenge M3 um 25% gestiegen im Jahr 2020, also nicht unerheblich. Wie könnte die ganze Geschichte jetzt weitergehen? Das ist die Frage. Und hier sehen wir, dass wir möglicherweise im März bereits extrem starke Arbeitsmarktdaten sehen werden, vielleicht sogar 1 Million neue Jobs bei den Non-Farm Payrolls, dass wir dann vielleicht eine Headline-Inflation sehen von über 3% bereits im April im ISM oder bei den ISM-Indizes Werte von über 60 sehen. 50 ist ja die Schwelle zwischen Expansion und Kontraktion, dass wir dann möglicherweise im zweiten Quartal ein Wachstum sehen von 10% und dass wir dann natürlich so eine Art Tapering-Sorge bekommen, also die Sorge davor, dass die Fed vom Gaspedal runter muss, Tapering betreiben muss, also praktisch die Anleihekäufe, das QI runterfährt, in Richtung Null runterfährt, das könnte die Märkte dann ganz schön schütteln und möglicherweise sehen wir dann ab dem dritten Quartal einen Rückgang der Wirtschaft, respektive wird sich diese Dynamik abschwächen, nachdem vielleicht so die erste Euphorie der Öffnung das Ende des Lockdowns in den USA sich dann verbreiten wird. Schauen wir noch auf heute Abend, 19 Uhr, also nicht mehr lange hin, da wird diese wichtige Auktion 10-jährige US-Staatsanleihen sein. Gestern ja eine Auktion 3-jähriger Anleihen, ganz gut gelaufen. Man war ein bisschen traumatisiert durch eine Auktion einer 7-jährigen Staatsanleihe in den USA, vor 2 Wochen, glaube ich, war es. Da sind die Renditen massiv nach oben geschossen. Das wird heute sehr, sehr wichtig, das sagt auch CNBC. Normalerweise sind das Sachen, die kaum Leute interessieren, aber die heutige könnte eine Art Make or Break für die Aktienmärkte sein. Wenn die schlecht verlaufen würde, wenn also sozusagen wenig Nachfrage wäre, dann die Renditen nach oben gehen würden, dann wäre das schlecht für die Aktienmärkte. Andersrum wäre es gut für die Aktienmärkte. Für viele Ausländer ist das natürlich ein sehr guter Hedge, ein Währungshedge, wie CNBC auch schreibt hier. Das heißt, wer zum Beispiel als institutioneller Investor aus Japan oder aus Europa sein Dollarrisiko oder sein Euro oder sein Yen-Risiko absichern will mit einem Dollar oder mit den Dollars, der kauft dann gerne eben 10-jährige US-Staatsanleihen. Und natürlich 1,5%, 1,6% ist im Anleihespektrum weltweit gesehen, zumindest im Westen gesehen, schon eine Hausnummer. In Deutschland kriegt man für eine 10-jährige Staatsanleihe ein Minus vor dem Komma, muss also faktisch Geld bezahlen. Das wird also ein Hinguck an 19 Uhr. Und jedenfalls, und das ist die Quintessenz dieses Videos, werden die Stimulus-Checks, die wahrscheinlich heute beschlossen werden, nicht reichen per se, um die Aktienmärkte insgesamt, die Indizes auf neue Allzeithochs zu bringen. Da muss schon irgendwie noch was anderes kommen. Sie sind natürlich ein Rückenwind, aber wir haben das Fund Rebalancing, das ist ein kleiner Gegenwind. Dementsprechend ist diese Hoffnung, dieses Mainstream-Motiv, ja, die werden natürlich auf neue Allzeithochs steigen, weil die Stimulus-Checks kommen, nicht ganz stimmig. Wir werden sehen, was da passieren wird. Penny-Stocks könnten durch die Decke schießen, aber der Gesamtmarkt wird es schwieriger haben, weil einfach die Volumina hier zu groß sind. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend. Ich gucke jetzt Werder Bremen. Bis dann. Servus und ciao.